Im heutigen Video soll es um eure Halswirbelsäule gehen, und zwar die Mobilisation der Halswirbelsäule. Ich werde euch zeigen, wie ihr ganz bequem im Stehen eure Halswirbelsäule in allen möglichen Bewegungen, sprich in der Rotation, in allen Flexionsbewegungen mobilisieren könnt. Und das ist Teil 1 einer Videoreihe mit zwei Videos. Teil 2 wird um die Stabilisation mindestens genauso wichtig der Halswirbelsäule gehen. Bleibt also dran! Wie eingangs erwähnt, ist das Teil 1 der Videoreihe von zwei Teilen. Es soll um die Mobilisation gehen. Genau in einer Woche, in 7 Tagen, am Sonntag um 16.30 Uhr kommt das Video auf YouTube raus zum Thema Stabilisation der Halswirbelsäule. Gemäß Joint-by-Joint Approach eigentlich sogar die wichtigere Funktion der Halswirbelsäule, und ich werde euch dann auch nochmal ganz genau erklären, warum das Ganze so wichtig ist. Im heutigen Video soll es aber um die Mobilisation gehen, und die ist aus meiner Sicht nicht viel unwichtiger. Warum das Ganze? Der erste Grund ist so einfach wie trivial, weil die Halswirbelsäule sich gut bewegen kann. Und zwar ist unsere Wirbelsäule ja aufgeteilt in die drei Teilbereiche: Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Und die Halswirbelsäule ist der mit Abstand beweglichste Part der Wirbelsäule. In der Extension und Flexion haben wir da 45 bis 70 Grad Bewegungsradius. Auch in der Lateralflexion liegt unser Bewegungsradius bei ca. 40%, und in der Rotationsbewegung liegt er sogar bei 80%. Wenn man das Ganze einfach mal nur in der Rotationsbewegung mit der Lendenwirbelsäule vergleichen, da liegen wir bei in etwa 10% Rotationsfähigkeit. Also Halswirbelsäule die achtfache Rotationsmöglichkeit der Lendenwirbelsäule, und deswegen sollten wir auch genug Rotations- und Mobilisationsfähigkeit in der Halswirbelsäule haben. Das Ganze klang jetzt etwas theoretisch. Ich mache das mal anhand von drei Beispielen praktikabel für den Alltag ersichtlich. Das erste Beispiel wird wohl jeder kennen, der klassische Schulterblick beim Autofahren. Wenn ich nicht in der Lage bin, meine Halswirbelsäule beim Schulterblick ordentlich zu rotieren, dann muss wer als nächstes kompensieren? Die Brustwirbelsäule. Und hier haben wir jetzt schon das Problem: die Brustwirbelsäule ist in der Regel nicht unbedingt das beweglichste Teilstück der Wirbelsäule bei den meisten Leuten. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, schaut euch das gerne an, Thema Rundrücken. Wenn ihr einen habt, dann kann das gut damit zusammenhängen, dass ihr zu wenig Bewegungsradius in der Brustwirbelsäule habt. Da habe ich auch noch mal ein paar Übungen zu gemacht. Wie gesagt, einfach hier oben im Link mal anklicken und euch das Ganze anschauen. Oder weiter unten gelagert die Lendenwirbelsäule. Und da habe ich schon gesagt, die Lendenwirbelsäule hat eigentlich nur 10% Rotationsfähigkeit. Sprich, die ist gar nicht dafür gemacht, so mega viel zu rotieren. Die soll eigentlich eher stabilisieren. Heißt nichts anderes, dass wenn wir hier zu wenig Bewegung rausholen können, geht das Ganze am Ende beispielsweise beim Schulterblick zu sehr unten auf den unteren Rücken. Soll eigentlich nicht der Fall sein. Zwei weitere Beispiele. Das eine Beispiel ist das Thema Schwimmen. Ich sage mir, ihr seid im Schwimmbad, euer Arzt hat euch gesagt, Schwimmen, Brustschwimmen ist toll. Ihr fangt an zu schwimmen, und was habt ihr die ganze Zeit? Die Halswirbelsäule überstreckt. Und diese überstreckte Position, die sollt ihr in dieser Position natürlich auch beherrschen beim Schwimmen. Bringt nur herzlich wenig, wenn ihr hier keinen Bewegungsradius habt und nur bis hier kommt und ab hier schon anfängt, unangenehm zu sein und weh zu tun. Eine andere Alltagssituation: Radfahren. Ihr habt vielleicht den Fahrradlenker nicht so schön praktikabel vor euch, sondern ein bisschen weiter nach vorne. Und was passiert, wenn ihr euch weiter nach vorne beugt? Ihr werdet schon sehen, die Halswirbelsäule überstreckt sich. Und auch hier braucht ihr ein bisschen Beweglichkeit. Wahrscheinlich könnte ich noch 400 andere Beispiele nennen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Rotation, Flexion, Lateralflexion in der Halswirbelsäule ein absolutes Muss. Und deswegen zeige ich euch jetzt eine richtig schöne Übungsabfolge, in der ihr alle Bewegungsradien der Halswirbelsäule mit ausnutzt. Wenn ihr das macht, habt ihr auf jeden Fall die volle Beweglichkeit in der Halswirbelsäule und braucht nicht mehr euch um die eingangs geschilderten Probleme zu kümmern. Viel Spaß dabei! Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, in welcher Position ihr euch befindet. Ich mache das Ganze jetzt mal im Sitzen, einfach nur um so ein bisschen Variation reinzukriegen. Ich mache das gerne im Fersensitz, weil ich dann hier gleichzeitig noch eine Dehnung habe. Mache quasi meine Halswirbelsäulenmobilisation und dehne mich noch auf der Beinvorderseite. Gar nicht mal so uneffektiv. Darum soll es aber in diesem Video nicht gehen, sondern um die Halswirbelsäule. Und wir fangen an mit der einfachsten und trivialsten Bewegung der Halswirbelsäule. Ich sage immer, das Ja und Nein machen. Also der Extension und der Flexion der Halswirbelsäule. Und hier gehen wir mal einfach von oben nach unten und gehen hier
ganz ruhig einfach den gesamten Bewegungsradius ab. Und was wir auch noch schön mit einbeziehen können hierbei ist den Atlas, den ersten Halswirbelkörper oder Halswirbelsäule, indem wir, das zeige ich mal von der Seite, hoffe, das ist so gut zu erkennen, nicht in diese Geierhalsposition gehen, sondern so weit wie möglich nach hinten und jetzt hier nur ganz kleine Bewegungen machen für die Halswirbelsäule. Das sieht jetzt nicht so aus, sondern das sieht ganz klein aus und da werdet ihr die kleine Muskulatur oben um den Atlas mit mobilisieren. Ist insbesondere für Leute gut, die Atlas-Probleme haben und das auch nochmal mit in Angriff nehmen wollen. Als nächstes machen wir die Nein-Bewegung und da habt ihr 80 Grad Rotationsfähigkeit auf jeder Seite und auch hier solltet ihr mal gucken, wie weit ihr hier kommt und hier einfach durchmobilisieren. Wir gehen weiter zur Lateralflexion und zwar ist das, wenn ihr die Ohren in Richtung der Schulter bringt. Einfach mal links und rechts die Ohren in Richtung der Schulter bringen und auf keinen Fall andersrum, also nicht die Ohren in Richtung der Schulter bringen und danach die Schulter in Richtung der Ohren bringen, das wollen wir nicht. Die Schultern plups bleiben unten, die Ohren wandern zu den Schultern. Das Ganze könnt ihr links und rechts mal ausführen. Auch mal schauen, wie sich das anfühlt. Und wenn ihr jetzt die Ohren maximal in Richtung Schulter habt, jetzt hier bei mir auf der linken Seite, könnt ihr gleichzeitig jetzt nochmal die Nein-Bewegung mit einbinden. Also hier mit Ohren zu den Schultern die Ja-Nein-Bewegung mit einbinden. Und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite die Ja-Nein-Bewegung mit integrieren. Was die Halswirbelsäule auch kann, ist nach links und nach rechts wandern. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich am schwierigsten finden. Ich symbolisiere das Ganze mal, indem ich mir hier die Handflächen in Gebetsposition auf die Brust halte, damit ihr auch mal seht, dass meine Halswirbel wirklich ein bisschen nach links und nach rechts wandern. Und zwar jetzt nach links und jetzt nach rechts. Mein Kopf bleibt dabei hinten. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und auch die Geierhalsposition. Jetzt mag der eine oder andere denken, was soll das? Geierhalsposition? Das will ich doch eigentlich nicht. Ja, aber wir trainieren hier gleichzeitig aus dieser Position wieder zurückzukommen. Sprich, ihr kennt das, ihr seid am Computer in dieser Geierhalsposition und wollt euch wieder zurückziehen. Und ihr verfallt wieder in diese Geierhalsposition. Nicht aus der Brustwirbelsäule, sondern aus der Halswirbelsäule. Halswirbelsäule nach vorne, zurückziehen. Nach vorne, zurückziehen. Und vielleicht schafft das dann auch im Alltag, das zu erspüren und zu merken, okay, ich bin jetzt hier vorne, ich bin gerade am Computer, ups, zack, wieder zurück. So, wir haben jetzt die Rotation, wir haben die Extension, wir haben die Flexion und wir haben die Lateralflexion der Halswirbelsäule gemacht. Im Wesentlichen eigentlich alle Bewegungen, die die Halswirbelsäule machen kann. Jetzt wollen wir das aber alltagstauglich nochmal kombinieren, das Ganze. Und zwar fangen wir an mit einer liegenden 8 bzw. einem Unendlichzeichen. Das Ganze können wir mit der Nase einfach mal malen. Und wir gehen nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und nach oben. Und hier haben wir eine richtig schöne Kombinationsmöglichkeit aus all diesen Bewegungen. Und das Ganze können wir natürlich auch wieder in die andere Richtung machen. Also auch hier wieder diese kreisende Bewegung. Und wir können auch die stehende 8 machen. Also hier einfach eine 8 mit der Nasenspitze zeichnen. Kann auch mal sein, dass euch hier so ein bisschen schwindelig wird, weil natürlich alle eure Orientierungssinnesorgane, Augen, Gehörgang und auch alle Nerven, die so innerhalb der Halswirbelsäule lang geleitet werden, so ein bisschen durcheinander kommen können. Da müsst ihr mal schauen, dass das euch nicht zu unangenehm wird. Ist aber nichts Unübliches und jetzt nichts Besorgniserregendes. Ihr habt schon gesehen, ich habe zwischendurch gewechselt. Heißt, die stehende 8 natürlich auch in allen Rotationsmöglichkeiten. Last but not least, wir machen einmal einen Kreisel. Hört da bitte auch ein bisschen auf euch. Wenn ihr da Schmerzen spürt, dann lasst das bitte. Dann könnt ihr den Bewegungsradius da verkleinern und insgesamt halt einfach schauen, dass ihr die Range of Motion nicht mehr ganz so hoch fahrt. Denn das sollte dazu führen, dass ihr keine Probleme mehr habt. Ansonsten könnt ihr
sukzessive, wenn ihr diese Übung ausführt, immer mehr die Rotationsmöglichkeit bzw. den Radius eurer Halswirbelsäule erhöhen. Das Ganze geht nicht nur in die eine Richtung, sondern auch hier wieder in die andere Richtung. Und damit seid ihr durch und habt eure Halswirbelsäule in allen Möglichkeiten mobilisiert. Wie ihr seht, gar kein absolutes Hexenwerk, ist nichts, was ich jetzt hier irgendwie neu erfunden habe, aber etwas, was häufig vernachlässigt wird. Gerade so diese Kombinationsbewegung aus den liegenden Achten, den Hals links und rechts, beziehungsweise nach vorne auch mal von der Geierhalsposition sich wieder zurück zu korrigieren, das wird doch eher vernachlässigt. Eigentlich sollte man das Ganze, so sehe ich das zumindest, täglich machen, damit man der Halswirbelsäule das Feedback gibt, alles klar, du kannst dich da bewegen, ich weiß ganz genau, was Sache ist, ich kenne diese Position. Genauso wichtig, wenn nicht sogar noch ein Tucken wichtiger, ist allerdings die Kräftigung der Halswirbelsäule. Wieso, weshalb, warum, das zeige ich, wie eingangs erwähnt, in meinem nächsten Video. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Wenn ich das nächste Video released habe und du das schon später anschaust, dieses Video, dann guck bitte in die Beschreibung nach unten, dann habe ich das da mit Sicherheit schon verlinkt. Ansonsten kommt das vielleicht gleich nochmal in meiner Endcard. Ich habe auch immer mal wieder Videos zum Thema Halswirbelsäule bei mir auf YouTube und Instagram hinterlegt. Deswegen einfach mal meinen Kanal checken. Da kommt jeden Dienstag und jeden Donnerstag kleiner neuer Content, gerade so ein bisschen aus meiner eigenen Routine, die ich tagtäglich durchführe, damit ihr euch da so ein bisschen was abgucken könnt und auch ein bisschen euch inspirieren lasst. Inspirierend fände ich es auch für mich persönlich, wenn ihr mir weiterhin folgt und hier oben auf mein Symbol klickt, mich abonniert und die Glocke aktiviert, denn nur so werdet ihr über neue Videos informiert und natürlich, wenn ihr zwei meiner weiteren Videos nochmal anschaut, die ich immer themenrelevant hier verlinke. Haut rein, bleibt geschmeidig.